In der Worst Night vom gestrigen Dienstag, dem 10. März 2020, haben Mitch und ich über den Squadron 42 Newsletter gesprochen. Das heißt, ich habe die Inhalte vorgestellt und über gewisse Themen haben wir dann diskutiert, uns ausgetauscht, die Thementeile vertieft. Und das habe ich ausgekoppelt und bringe es euch hier online auf meinem Videokanal. Viel Spaß! Ich leg mal los. Ich habe mir das, wie gesagt, größtenteils übersetzt. Einige Punkte habe ich weggelassen und gehe jetzt einfach mal durch. Angefangen haben sie mit der KI und dem Character Combat, also dem Charakterkampf. Angriffs- und Haltepositionstaktik haben sie verbessert, sowie das Reservation Manager System, das normalerweise für den Einsatz von Objekten in der Spielwelt eingesetzt wird. Das wird nun auch verwendet für NPCs, die sich jetzt Raumvolumina reservieren, um sich korrekt zu positionieren, verbunden mit der darin ebenfalls gespeicherten Information, wohin die KI, also die Subsumption, diese NPCs führen soll. Das finde ich also ganz spannend, dass sie immer noch nicht es geschafft haben. Sie haben uns ja schon viel gezeigt, wie die NPCs dann durch den Raum wandern und sich ja nun eigenständig bewegen sollen und so weiter. Das haben sie immer noch nicht realisiert bekommen. Da knabbern sie noch dran und machen das jetzt so, dass die NPCs sich bestimmte Bereiche, Volumen in einem Raum reservieren, wo sie hingehen und wo dann die KI entscheidet, was die NPCs in diesem Bereich machen kann. Gehen sie weiter? Wenn ja, wohin gehen sie? Oder benutzen sie irgendein Objekt, was denen dann wahrscheinlich zugewiesen wird, Objektmöglichkeiten. Das KI-System selbst, die künstliche Intelligenz, wird für das Server-Meshing vorbereitet. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist die Aufteilung der Zuständigkeiten der verschiedenen Systeme nach Servern, damit das Netzwerkteam Probleme so schnell wie möglich identifizieren und testen kann. Das stelle ich mir auch ganz immens schwierig vor, wenn du keine dedizierten Server mehr hast, sondern das Server-Meshing, wo ja quasi jeder für alles zuständig ist, dann die Bugfixing zu betreiben und zu analysieren, wo eigentlich Fehler entstehen und wie man die bereinigen kann. Das ist ein nicht zu unterschätzender Aspekt und das ist ein Teil, der darauf hinweist, dass sie sich damit auch beschäftigen. Das Navigationssystem wurde zur besseren Unterstützung des Object-Container-Streamings angepasst. Dazu gehört der Aufbau einer Pipeline, bei der Navigationsdaten in jeden Object-Container eingebettet werden, um die Kontrolle darüber zu verbessern, welche Datenteile geladen werden. Das ist auch ganz wichtig, das begegnet uns immer wieder in dem Newsletter. Das ist die Hierarchie der Daten und der Object-Container, die geladen werden. Wenn das durcheinander gerät, wenn das nicht optimiert ist, dann kriegen wir, glaube ich, ganz krude Ergebnisse, wie wir das früher ja hatten, dass wir in einem Raumschiff stehen und machen die Tür auf und da sehen wir halt keine Raumstation und keinen Planeten, sondern einfach den Weltraum, weil die Raumstation oder der Planet noch gar nicht gestreamt wurde. Als etwas drastisches Beispiel, aber das kann passieren, wenn die Hierarchie der Ladevorgänge dieser Object-Container nicht stimmt. Außerdem wurde Zeit für die routinemäßige Code-Bereinigung, also Programmcode-Bereinigung, aufgewendet, die entscheidend dafür ist, die ständig wachsende Code-Basis effizient und lesbar zu halten. Auch ein Thema, das sehen wir nie in der Roadmap, dass sie natürlich entwickeln und erstmal alles reinschmeißen. Das kennst du, Mitch, wahrscheinlich besser als ich. Alles, was geht. Und dann müssen sie dazu übergehen und zu gucken, welche Programmteile brauchen wir wirklich. Was kann zusammengefasst werden und so gebaut werden, dass es einfach effizient ist und weniger Daten beinhaltet letzten Endes, damit es dann leichter pflegbar ist und Fehler auch wiederum leichter erkannt werden können später. Das Schiffs-KI-Team hat die erste Iteration des vollständigen 3D-Navigationssystems für NPC-Schiffe abgeschlossen. Das System wird derzeit von Qualitätsmanagement getestet, bevor es in Alpha 3.9 integriert wird. Das ist ein wichtiger Schritt, schreiben Sie, da es neue Möglichkeiten zur Umsetzung vielfältiger Missionen bietet, die nicht auf Open-Space-Umgebungen beschränkt sind. Das weiß ich nicht, bedeutet Open-Space der Weltraum oder bedeutet Open Space einfach freier Raum, das heißt eben auch zum Beispiel auf Planeten oder Monden dann zu navigieren, entsprechend im Orbit zum Beispiel. Dank der dynamischen Kollisionsvermeidung konnten die derzeitigen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf allen KI-Schiffen aufgehoben werden. Statt einer begrenzten Standard-Kampfmodus-Geschwindigkeit, also statt einer begrenzten SCM-Geschwindigkeit,
können die NPC-KI-Schiffe nun ihre eigene Geschwindigkeit entsprechend der gewünschten relativen Zielgeschwindigkeit einstellen. Ich denke mal, das wird unsere Kämpfe gegen die KI-Raumschiffe auch endlich mal etwas spannender gestalten. Das könnte zumindest sein. Das Team für die Social AI, also die soziale KI, hat das Verhalten der NPC-Verkäufer weiter optimiert, also der Ladeninhaber, die Leute, die hinter den Theken stehen, und für den Einsatz in den Bars und Geschäften vorbereitet, also auch die Barkeeper. Im letzten Monat lag hier der Schwerpunkt auf der Zubereitung von Getränken und Cocktails. Die Ergebnisse können anschließend abteilungsübergreifend genutzt werden. Nach Abschluss der Arbeit wird das Team in der Lage sein, Inhalte zu generieren und Vorlagen für verschiedene Layouts viel schneller zu erstellen. Neben Barkeepern und ihren Tätigkeiten können das zum Beispiel auch Hausmeistertätigkeiten sein oder NPCs, die Fitness treiben und dazu eben vermeintlich die entsprechenden Geräte nutzen. Dafür nutzen die KI-NPCs dann zukünftig das in der Entwicklung befindliche Path-Scripting, das Pfad-Scripting. Das dient dazu, die Umgebung zu nutzen, um die möglichen Optionen der KI zu definieren, wie zum Beispiel Reinigung und Patrouillenfahrten, und können dazu verwendet werden, das Scripting von Story-Szenen zu vereinfachen. Das geht Hand in Hand mit dem Thema, was wir vorhin gerade gelernt haben, mit diesen Raumvolumina, die sie reservieren, wo sie reingehen, wo der Pfad definiert wird und dann noch geguckt wird von der KI, welche Objekte können genutzt werden. Genau. Es funktioniert, indem es einem Designer erlaubt, Pfade in der Umgebung festzulegen, Verzweigungen für jeden Vertex zu erstellen und zu definieren, welche Subsumption-Logik ausgeführt werden kann und welche Bedingungen für die Ausführung dieser Subsumption-Logik dann erfüllt sein sollten. Das war die KI. Weiter geht's zu Character Art. Und hier haben sie sich, ja. Kurz dazwischen. Subsumption war doch von Push Technologies die Technologie. Da haben wir uns doch schon mal drüber unterhalten. Das ist diese KI, die quasi steuert, was an Daten wie übertragen wird. Und das haben wir auch im Singleplayer drin. Nee, das ist das Squadron. Ja, genau. Das haben wir auch im Singleplayer drin, genau. Die Subsumption unterliegt. Deswegen geht mir gerade die Kinnlade ein bisschen runter, aber nur ein bisschen. Es ist insofern eben interessant, dass das eben darauf zurückschließen lässt, vermuten lässt, wie das Ganze im Hintergrund vom Backend her strukturiert ist. Dass sie da eben dann auch gewisse Abfragen drin haben, wo eine Logik hintersteht, wo also geguckt wird, kann das, was gerade der Spieler macht, ist das jetzt vernünftig, ist das logisch? Ich hatte das schon mal erwähnt in puncto auch mit Sheet Protection oder dass man irgendwelche Glitches ausnutzt und sowas. Da kann Subsumption eben auch helfen. Deswegen finde ich das interessant. Wollte ich nur mal kurz dazwischen gekritscht haben. Die Basis ist ja grundsätzlich dieselbe. Das ist ja auch das große Pfund, beziehungsweise auf der anderen Seite auch die große Herausforderung, dass sie zwei AAA-Spiele auf einmal entwickeln und dass eine Firma, die eben nicht aus mehreren tausend Mitarbeitern besteht, sondern eine, die sich immer noch im Aufbau befindet und nur in Anführungsstrichen über 500 Mitarbeiter verfügt, das ist im Prinzip totaler Irrsinn, was sie hier machen. Und die Subsumption, also wer das nicht kennt, ich glaube, das ist schon wieder 3 Jahre her. Ne? Ich habe dazu irgendwann mal ein Video gemacht, unter Sondersendungen auf meinem Videokanal. Guckt da gerne rein, da habe ich das mal erklärt, was das eigentlich mit dieser Subsumption auf sich hat. Das ist das KI-Fundament von Star Citizen und Squadron 42. Richtig, ist ganz, ganz wichtig meiner Meinung nach und deswegen interessant, dass es auch im Singleplayer zum Einsatz kommt. Das ist ja auch einer der ganz großen Hemmnisse, weshalb sie einfach nicht zurande kommen, weil das Ding immer noch nicht läuft und weil es einfach nur ganz wenige KI-Programmierer gibt und die wenigsten davon gehen wirklich in die Spieleentwicklung, weil da verhältnismäßig wenig Geld bezahlt wird. Und das sind Menschen mit einem ganz speziellen Know-how, die hochgradig, also eine sehr, sehr hohe Bezahlung bekommen, und die gehen lieber in die Industrie, wo sie dann KI Routinen entwickeln für irgendwelche automatisierten Fertigungen etc. Ja, oder selbstfahrende Autos und sowas. Das hatten wir ja letztes Mal schon. Ne? Das ist eben auch eine Prestigefrage und macht sich im Lebenslauf natürlich besser. Ich habe KI, ich habe ein selbstfahrendes Auto entwickelt. Ne? Oder ja, ich habe einer Spiele-KI beigebracht, wie sie vernünftig von A nach B fliegen kann. Ja. Gut, gehen wir weiter zu Character Art. Das klingt jetzt relativ unspannend, aber auch das ist wichtig. Sie haben halt
Frisuren entwickelt, Uniformen an der Qualität gefeilt und sie haben zwei neue Frisuren fertiggestellt, unter anderem die von Captain Noah White. Was spannender ist, dass sie Maya-Werkzeuge für das Haar-Authoring getestet haben. Mit den Ergebnissen sind sie sehr zufrieden und das führt eben dazu, dass sie mit diesen Haar, ich meine, das ist, klingt lächerlich, aber letzten Endes muss das ja auch fertig, vollständig vernünftig funktionieren, wenn wir unsere Charaktere vernünftig designen wollen und damit das vernünftig aussieht. Dementsprechend beschäftigen sie sich mit der Technologie und mit der Entwicklung von Shadern, damit alles so realistisch wie möglich aussieht. Die Cinematics, also die Filmsequenzen, da ist ein Zitat des Filmteams vorweggestellt. Das werde ich mal in der Gänze 1:1 vorlesen. Die haben geschrieben, Echtzeit die ganze Zeit ist nicht nur ein Mantra, das erfahrene Benutzer von Echtzeit-Engines schätzen, sondern oft auch der Grund, warum sie sich überhaupt in die Workflows und in die Engine verliebt haben. Sie ermöglicht es den Grafikern und Designern, schnell zu iterieren, ohne auf Offline-Bildprozesse oder Tools zurückgreifen zu müssen, die keine Echtzeitergebnisse liefern können, und macht kreative Entscheidungen sofort und ohne verzögerte Feedbackschleifen möglich. Während der Produktion von Werkzeugen müssen wir dieses Mantra auf ein Battle Banner, auf einen Kampfbanner oder eine Kampfflagge schreiben und es jedes Mal schwenken, wenn neue Technik gebaut wird oder neue Technologie. In einem technologisch herausfordernden und über die Grenzen des modernen Spieluniversums hinausgehenden Universums kann der Druck, die Dinge in Echtzeit zu halten, komplex werden. In der Filmerstellung ist es beispielsweise einfacher, auf einen traditionellen Offline-Rendering-Workflow zurückzugreifen. Offline kann man die Details, Beleuchtung, Schatten, Bewegungsunschärfe, LODs, also Level of Details und Tiefenschärfe bis zum Maximum steigern, bevor eine Bildsequenz gerendert und die endgültige Sequenz in einer Videobearbeitungssoftware zusammengeschnitten wird. Das Endergebnis ist jedoch ein Video mit fester Auflösung und fester Bitrate, dem man entnehmen kann oder dem man ansehen kann, dass es keine Echtzeitaufnahme ist. Aber um die Authentizität und das Eintauchen in Squadron 42 zu gewährleisten, war es schon immer das Ziel, selbst bei den größten Filmsequenzen im Spiel auf Echtzeitfilme hinzuarbeiten. Soweit das Filmteam. Ich denke, das dient einfach dazu, nochmal klarzustellen, warum sie etwas hinterherhängen, weil sie einfach an den Werkzeugen arbeiten, die diese Echtzeitsequenzen ermöglichen und dass das eben eine ganz besondere Herausforderung ist, der sie sich hier stellen. Im Folgenden steht dann zu geschrieben, im Februar hat das Cinematics-Team eine der anspruchsvollsten Sequenzen durch den zweiten Abnahmelauf geschoben. Das aktualisierte Track-View-Sequencer-Tool wurde fertiggestellt, sodass das Team diese langen, epischen Sequenzen nun endlich in Echtzeit bearbeiten kann. Das ist der Kernpunkt, den sie damit zum Ausdruck bringen wollten. Mehrere Untersequenzfähigkeiten und eine sequenzbasierende Kamera-Prioritätslogik wurden hinzugefügt. Diese Sequenzen verhalten sich wie Videoclips, sodass es möglich ist, komplexe Setups in Echtzeit zu bearbeiten, wobei jede Teilsequenz auf der Master-Zeitachse verschoben wird. So kann das Team beispielsweise einzelne Großkampfschiffe und Flotten auf separaten Sequenzen haben und sie alle in einem Master kombinieren, um so in der Lage zu sein, sofort sehen und auch entscheiden zu können, wo zum Beispiel Kamerafahrten und Kameraschnitte, Kameraüberblendungen stattfinden sollen. Eine weitere Herausforderung besteht darin, das Streaming-System zum Einsatz zu bringen, wenn zwischen mehreren entfernten Orten hin und hergeschnitten oder hin und her geschaltet wird. Bei den meisten Streaming-Technologien wird davon ausgegangen, dass die Aufnahmen nicht ständig zwischen verschiedenen Orten hin und her wechseln. Daher wird der Schwerpunkt des Arbeitsablaufs des Teams in Zukunft darauf liegen, dieses Thema weiter auszuarbeiten. Das ist schon ziemlich krasser Tobak und ich finde das einfach super wichtig zu verstehen, was die da im Hintergrund eigentlich alles machen und warum die auch mit vielen Dingen immer noch hinterher sind. Ich kann, glaube ich, auch das Fazit vorwegnehmen, dass wir ab einem gewissen Zeitpunkt X wirklich dann eine ganz rasante Entwicklung feststellen werden, wie so ein Kickstart, wo sich die Entwicklungsgeschwindigkeit exponentiell steigern wird. Und
ich weiß nicht, ob die Beta in Quartal 3 2020 realistisch ist, aber Quartal 4, spätestens Quartal 1 2021 sollte eigentlich machbar sein. Mal gucken. Ich lese jetzt noch Engineering vor und dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste Musiksequenz rein. In Ordnung. Ich wollte eigentlich kurz dazwischen grätschen, aber mach mal ruhig weiter. Okay. Engineering, das ist nämlich noch ein heftiger Kernpunkt. Das Engineering-Team sitzt ja in Frankfurt und dort haben die Engineering-Teams am Physics-Threading und der Performance gearbeitet, einschließlich der Untersuchung der vollständigen Parallelisierung von Integrationsteilen im Physics-Time-Step-Code, dem Multithreading der Polygonize-Funktion für das Interieurvolumen, also für die Innenräume, der Fortsetzung des Concurrent Intermediate Queuing für die Physik, Implementierung lokaler Befehlswarteschlangen und Hinzufügen einer Option zur Erstellung von Warteschlangen bei Bedarf. So, wer weiß, was das heißt? Hm? Wer weiß es? Wer weiß es? Tilt. Ich weiß es nicht, ganz Tilt. Ehrlich. Tilt. Kannst du das nochmal vorlesen, das letzte Wort, was irgendwie aus... Ja, also die haben am Physics-Threading und der Performance gearbeitet, einschließlich der Untersuchung der vollständigen Parallelisierung von Integrationsteilen im Physics-Time-Step-Code, dem Multithreading der Polygonize-Funktion für Innenvolumen, für Interieurvolumen. Sie haben die Untersuchung fortgesetzt am Concurrent Intermediate Queuing für die Physik und haben an der Implementierung lokaler Befehlswarteschlangen gearbeitet und an der Option zur Erstellung von Warteschlangen bei Bedarf. Also entweder beenden wir jetzt hier die Verse-Night oder wir machen Musik. Ich bin noch nicht ganz fertig. Also grundsätzlich kann man sagen, wirklich, die machen da die Knochen harte Arbeit, um das Ding, damit es vernünftig rechnet, damit die Daten entsprechend schnell zur Verfügung gestellt werden. Das geht mit Sicherheit auch einher mit dem Netcode, mit der Tickrate. Da hätte ich eigentlich auch noch was zu erzählen, aber ich glaube, das würde heute zu weit führen, obwohl ich das auch vorbereitet habe. Mit der Physik-Engine, Physikberechnung und so weiter, die ja auch wieder wichtig ist dann letzten Endes für das Server-Object-Container-Streaming und generell die Streaming-Logik. Genau, aber das lassen wir einfach mal so im Raum stehen und ich mache mal weiter. Das neue Signed Distance Field System wurde integriert, um die Kollisionsprüfungen komplexer Geometrien zu beschleunigen und die Präzision der Ergebnisse zu erhöhen. Das heißt, dass wenn zum Beispiel Laserschüsse auf unser Schiff treffen, wo ja die Hülle bzw. Schutzschild mit den Signed Distance Fields berechnet wird, dass dann da, so verstehe ich das, entsprechend schnell auch die grafischen Feedbacks dann angezeigt, berechnet und angezeigt werden. Zum Beispiel unter anderem. Weiterhin wurden unter anderem Skin-Attachments, 64-Bit-Präzision, Culling-Logiken, Proxy-Rendering, Todesreaktion und das Ragdoll-System verbessert. Das ist auch wieder ein Abschnitt, der ist sehr umfangreich, den habe ich jetzt einfach mal zusammengedampft. Dann arbeiten sie an Vulkan und den Gen 12 Renderern, Texture Views, Texturerzeugungsprozessen, sage ich mal dazu, den Direct3D-Texturansichtscode, den bearbeiten sie, MSAA-Unterstützung, also alles, was mit Grafik zu tun hat, da sind sie dabei. Wo man auch sieht, dass Frankfurt einfach ein ganz essentieller Kernbestandteil des Erfolges, des technischen Erfolges von Squadron 42 und Star Citizen ist. Also ohne dieses Frankfurt-Team würde es, glaube ich, dieses Spiel nicht geben können. Wir arbeiten auch übrigens am Shader, an den Shadern für die Ozeane, die kommen werden, die werden hier erwähnt. Der Raymarcher, frag mich nicht, was das ist, wurde vereinfacht, indem die expliziten Auswertungen von Segmenten entfernt wurden, um den generierten Code erheblich zu verdichten und die Verwendung von Registern zu reduzieren. Keine Ahnung. Das Planetengelände wurde iterativ bearbeitet, um die Darstellung großer bodengebundener Objekte auf den Height- und Shadow-Maps zu unterstützen. Es wurde auch ein Live-Motion-Capture-Plugin für den Editor erstellt und der Animationscode wurde geändert, um sicherzustellen, dass die Ragdolls, also die toten Charaktere, entsprechend der Bodenausrichtung funktionieren.
Und dann wurde noch der Chunkloader vereinfacht, um die Physikberechnungen zu initialisieren, was noch nicht abgeschlossen ist. Speziell für den Squadron 42, für die Squadron 42 Singleplayer-Kampagne schloss das Team seine Arbeit an der Unterbrechung, dem Wiedereintritt und dem Abbruch von Story-Szenen ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir lernen ja immer wieder, dass es Videosequenzen geben wird, die Echtzeit ablaufen im Spiel, wo wir jederzeit eintreten können, die wir aber auch jederzeit wieder abbrechen, das heißt austreten können. Und da sind sie auch immer noch am Knobeln und am Arbeiten, wie sie das umsetzen können. Und sie haben verschiedene Edge-Cases, Grenzfälle für visuelle Probleme beseitigt, Animationsstörungen und entwickeln noch ein neues System, um den Designern eine bessere Kontrolle darüber zu geben, wann und wie welche Ereignisse dann ausgelöst werden. Das war's. Jetzt können wir erstmal Musik machen und unseren Kopf wieder ein bisschen abkühlen. Ja, ich glaube, wir müssen das Ganze mal sacken lassen. Wir gingen gerade durch den Kopf. Zum Teil 2, die richtig knackigen Themen haben wir gerade abgehandelt. Und danach gibt es nochmal Musik und dann sprechen wir nochmal über den Star Citizen Monthly Report. Da standen auch noch ein paar interessante Aspekte drin. Weiter geht's jetzt mit dem Gameplay Story Team. Da steht geschrieben, dass sie eine Vielzahl an Szenen bearbeitet haben, darunter Gespräche der NPCs hinsichtlich der natürlichen Gestaltung der Gespräche der NPCs. Das haben wir auch häufig schon gelesen, dass sie erreichen wollen, dass es wirklich so aussieht, dass die NPCs echte Menschen sein könnten, die miteinander agieren, die miteinander redend über die Gänge gehen, die in der Kantine sitzen, sich miteinander unterhalten. Und da sind sie immer noch am Arbeiten. Das ist wohl nicht ganz trivial, das hinzukriegen. Dann schreiben sie, alle Medbay-Szenen in Kapitel 6 wurden aktualisiert, um, wo immer möglich, korrekte Start- und End-Idle-Szenen hinzuzufügen. Idle bedeutet immer Stillstand, wenn gerade etwas nicht passiert. Und ja, das wird als umfassende Überarbeitung erklärt. Was auch immer das zu sagen hat, das kann ich nicht beurteilen. Weiterhin wurde eine Szene mit zwei Figuren, die eine große Kiste, eine Rampe hinauftragen, nach einer umfassenden Motion-Capturing-Session bearbeitet. Und das sieht großartig aus. Also die haben dann wohl Menschen gefilmt, die tatsächlich so eine große Kiste schleppen und haben das dann per Motion Capturing entsprechend digitalisiert und ins Spiel übertragen und sie sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. So verstehe ich das. Das Grafikteam, das haben wir gerade auch schon in unserem ersten Teil gehört, die arbeiten an dem Vulkan-Renderer und haben die Systeme für Tiled Lighting, tja, gekacheltes Licht und dynamische Geometrie in das neue Rendering-Paradigma konvertiert, übertragen. Da muss ich jetzt auch wieder mit den Schultern zucken. Weiß nicht, Mitch, ob du eine Idee hast, was das heißt, aber ich bin da verloren. Ich auch. Okay. Also, jetzt keine Idee. Gut, dann gehe ich jetzt weiter zu Level-Design. Also, ja, gekacheltes Licht. Wahrscheinlich irgendwie bestimmte beleuchtete Bereiche, die dann eben mit dynamischen Geometrien irgendwie zusammenarbeiten müssen. Ja, schwer zu sagen. Level Design. Die Erzählsequenzen wurden fertiggestellt und erste kapitelweise Spieldurchläufe, die die Spieler in das Leben eines UEEN-Piloten einführen sollen, also sozusagen Trainingsmissionen, so verstehe ich das, haben sie erstellt und implementiert. Weiterhin wurde das KI-Verhalten verfeinert oder detaillierter ausgearbeitet. Eines der Hauptziele ist es, dass sich die NPCs, das hatten wir gerade schon, realistisch verhalten, unabhängig von der Umgebung, in der sie sich befinden. Die Ebenen des Spiels sind so gestaltet, dass sie architektonisch glaubwürdige Räume sind und deshalb muss sich die KI auf glaubwürdige Weise an diese Räume anpassen. Das stelle ich mir auch schwierig vor, denn so Räume bieten, glaube ich, auch jede Menge Möglichkeiten für NPCs, irgendwo hängen zu bleiben. Das haben wir auch jetzt ja schon in den sehr geräumigen Levels in Star Citizen, dass die NPCs immer irgendwo hängen bleiben, nicht weitergehen, nicht wissen oder der Pfad blockiert ist und dann haben wir plötzlich solche NPC-Staus. Sieht immer sehr seltsam aus und ich stelle mir vor, dass das noch wesentlich schwieriger ist in dem vermutlich sehr beengten Bereichen der Idris, wo ja die Squadron 42-Kampagne maßgeblich stattfinden wird. Das Dogfighting-Team arbeitet mit dem Team der Flug-KI zusammen, um Szenarien zu verfeinern, die eine individuelle technische Unterstützung erfordern. Sehr kryptisch. Sie unterstützen auch die laufenden Arbeiten an der Umgebung und die Aktualisierungen der Start- und
Landung von Schiffen. Ja, von Start und Landung der Schiffe. So. Das Narrative Team, also das Team, was sich um die Erzählung kümmert, um die Geschichte. Da haben sie die, also einige Teams aus den USA haben die britischen Studios besucht, um die neuesten Fortschritte zu überprüfen und eine Sitzung, ja, eine Female Character Mocap Session. Also die haben mit weiblichen Charakteren auch wieder Motion Capturing vorgenommen, also Aufnahmen vorgenommen, die dann in den Computer übertragen werden. Ja, genau, das haben sie halt zusammen gemacht. Und haben eben auch kleinere NPC-Gespräche sich angeguckt, um sicherzustellen, dass die so glaubwürdig wie möglich sind. Die Qualitätssicherung hat getestet, Probleme untersucht. Genau, Punkt. Tech Animation, das ist das nächste spannende Thema. Die haben Visuals für Character Loadouts verbessert. Character Loadouts verstehe ich mal so, dass das ist, was wir dann am Körper tragen, in unserem virtuellen, also entsprechend Kleidung, Rüstung und so weiter. Und die Visuals sind halt entsprechend die visuellen Objekte, das, was wir sehen. Und sie haben Engine Loadouts zu Maya hinzugefügt. Das ist das Tool, mit dem, also das 3D-Entwicklungstool, damit diese Loadouts in Maya, an dem die Designer eben die Charaktere und die Objekte entwickeln, damit die den In-Game-Loadouts entsprechen. Das ist auch wieder so ein Punkt, den ich ganz spannend finde, wo man so als Externer eigentlich gar nicht drüber nachdenkt, dass das, was im Spiel ist, ja nicht das zwingend ist, mit dem sie diese Objekte entsprechend entwerfen. Das haben sie jetzt angepasst, um das Ergebnis zu erreichen, dass sie das, was sie hier entwickeln in ihrer 3D-Engine, dann letzten Endes auch dem Spielerlebnis entspricht, was wir in-game haben. Der Animationsworkflow wurde durch die Behebung verschiedener Fehler und das Hinzufügen von Werkzeugen zur Pipeline verbessert, um den Bake-Prozess, den Bug-Prozess für größere Szenen zu beschleunigen. Also am Ende hat man dann doch wieder Szenen, die zusammengebacken werden müssen. Das kann man sich tatsächlich wie beim Kuchen vorstellen. Man hat ganz viele verschiedene Teile, die werden dann eben zu einem großen Ganzen, zu einem Kuchen oder eben zu einer Filmszene zusammengefügt. Ich stelle mir das so vor, dass diese Filmszenen zwar letzten Endes Echtzeit berechnet werden, dass es aber gewisse Teile gibt, die dann doch wiederum gebacken und irgendwie integriert sind, die also dann einer gewissen Statik unterliegen. Außerdem wurde an Waffenanimationen gearbeitet und das Social AI-Team, also das soziale KI-Team, das Team für die soziale KI, unterstützt bei der Erstellung von neuen Gebrauchsgegenständen für das Sitzen, das Stehen und für den Barkeeper. Das ist, glaube ich, ein ganz essentielles Thema, dieser Barkeeper. Aber klar, wenn wir uns an Wing Commander erinnern, da haben ja auch die Austausche immer irgendwo in einer Bar stattgefunden und im Hintergrund fuhrwerkte immer ein Barkeeper rum. Oder der Barkeeper war auch Ansprechpartner für uns und hat uns wichtige Informationen gegeben. Insofern denke ich, das wird auch wieder so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt werden und deswegen ist der Barkeeper so sehr, sehr wichtig für CIG. Ja, Tech Art, die haben, das ist ganz lustig, ein neues Rig Logic Editing Plugin Befehlstool für Maya implementiert. Mitch? Nein, ich will mich nicht ärgern. Warte, wie heißt das? Ein Rig Logic Editing Plugin Befehlstool für Maya, so verstehe ich das. Also ein Rig ist ja letzten Endes das Skelett von allem, von Charakter, von Fahrzeugen. Ja, genau. Deswegen habe ich eine ungefähre Idee, was das sein kann. Dass du eben eine gewisse Bewegungslogik auf ein Skelett legen kannst. Du hast ja im Maya, kannst du ja so ein Skelett quasi definieren und darüber dann weitere Polygone, dass du dann, ja, du kannst quasi eben vom Lebewesen, vom Menschen, vom Tier bis hin zum Fahrzeug alles irgendwie dann nachbauen und dem auch ein Skelett geben mit gewissen Punkten, die eine gewisse Bewegung haben. Also ich kann zum Beispiel meinen Ellenbogen, den kann ich ja nur in eine Richtung bewegen. Und, und diese Logik muss ja da auch dann irgendwie hinterlegt werden, dass ich den Ellenbogen nicht irgendwie einmal so wie ein Propeller kreisen lassen kann und sowas. Vielleicht ist damit sowas gemeint. Ja. Vermute ich jetzt mal. Hört sich spannend an, auf jeden Fall sehr, sehr logisch. Aus Gründen der Leistung und Effizienz wurde das Backend auf Basis C++ implementiert.
Ich habe immer gedacht, so C++, das wäre sowas, was überhaupt nicht mehr hip ist, aber offensichtlich. Ach doch. Ja. Doch, ja, immer noch, klar. Dann kannst du mir sicherlich auch sagen, was der nächste Satz heißt. Der QT basierte Frontend UI Layer wird derzeit mit Python implementiert. Irgendwas bauen sie gerade mit der Programmiersprache Python ein, aber... Genau, dass Python eine Programmiersprache ist, das wusste ja. Ich auch. Aber was QT-basiert ist und... Da musst du nochmal nachhaken, wenn der Fluxkompensator fertig ist. Okay. Nee, also ja, also sie bauen halt an dem... sie bauen ja gerade die Mobiglas und die Head-Up-Displays, sie bauen ja alles neu auf diesem Building-Block-System, was sie entwickelt haben. Und ich denke mal, in die Richtung wird das auch gehen. Das wird wahrscheinlich auf Basis von Python sein, was wiederum eine Programmiersprache ist. Und Frontend-UI-Layer, das ist ja auch User-Interface, also Benutzeroberfläche, das wird in diese Richtung gehen, dass sie sich also auch damit hier, soll ich sagen, das ist nicht ein partielles Thema. Das ist also nicht nur Mobiglas, sondern das ist wirklich ein ganz übergreifender Aspekt, der Squadron 42 und Star Citizen und sämtliche Benutzeroberflächen betrifft von dem Spiel. So, dann schreiben sie noch, während die Vanduul Face Rigs bereits diese neue Runtime... Ganz kurz mal eben, ja, du hast gerade QT angesprochen und der Kung Li hat gefragt, ob damit Quantum Travel gemeint ist, und da hat es bei mir direkt Ding-Dong gemacht. Nein. Und zwar, wenn du bei Google QT eingibst, dann kommt QT als Cross-Plattform Software Development for Embedded, und dann hört es bei mir auf. Pünktchen, Pünktchen, aber da kann man das nachlesen. Das kenne ich nämlich aus Linux, das hast du auf dem PC, unter Windows aber auch. Das ist eine plattformunabhängige Library, die auf XML zum Beispiel auch basiert, um Daten auszutauschen, um zum Beispiel User Interfaces zu bauen und sowas. Kann man da alles nachlesen. Also das ist mit QT da höchstwahrscheinlich gemeint. So viel nur ja, ganz kurz dazu. Ja, klasse. Ulmo. Hallo Astrid. Ich glaube, er meint mich, aber ich finde, also Astrid ist nicht schön. Schreib nochmal Astro, bitte. Ach, damit ich weiß, dass du mich meinst. Also das finde ich jetzt schön. Jetzt, ich kenne jetzt eine Sissi und eine Astrid. Astrid. Ah, ja, danke. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hallo. Den hat er jetzt weg, da wird er dir ewig für dankbar sein. Astrid. Danke, Ulmo. Mann. Ah. Okay, komm. Die Vanduul Face Rigs verwenden die neue Runtime Rig Logic, also diese Rig Logic Editing Plugin Befehlsgeschichte, über die wir gerade gesprochen haben. Genau, also die Vanduul Face Rigs benutzen das bald, und bald werden alle über 120 Human Face Rigs auf dieses neue System portiert. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Also die haben hier eine komplett neue Logik entwickelt für die Rigs und portieren die jetzt nochmal alle auf die neuen schon bestehenden Gesichtsrigs. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn ich diese Newsletter lese, dann denke ich, mein Gott, die müssen doch irgendwann mal aufhören, ständig wieder alles neu zu erfinden. Aber auf der anderen Seite gönnen sie sich das auch. Sie haben das erfolgreichste Geschäftsjahr bisher hinter sich seit 2012. Sie haben so viel Geld eingenommen wie noch nie. Und klar gehen sie jetzt nochmal die Extrameile, um nochmal wieder so ein bisschen besser zu werden, um das zu erreichen, was sie wollen. Auch wenn es halt einen nicht unerklecklichen Anteil an Followern gibt, an Citizens gibt, die sagen, oh mein Gott, jetzt hört doch mal auf, alles zu optimieren und bringt endlich mal das Spiel raus, und dass sie sich dagegen stellen und sagen, nö, machen wir nicht, wir wollen es noch besser haben, das finde ich schon bewundernswert. Teils, teils. Also mir ist jetzt immer wieder durch den Kopf gegangen, wie wollen die diesen Beta-Termin halten? Das Ganze klingt so rudimentär, die sind ja immer noch irgendwie ziemlich
am Anfang. Es sei denn, sie haben sich das wirklich so überlegt, dass sie sagen, okay, wir basteln jetzt zwar immer noch an den Kerntechnologien, aber eben die Leute, die die Kampagne bauen, die ganzen Artists und so weiter, die haben damit ja gar nichts zu tun. Wenn sie dann also das bestehende Spiel, das Gameplay auf die neue Technologie oder auf die verbesserte Technologie übertragen können, dann wird das hinhauen. Hm. Ob das dann der Fall sein wird, das, ja, ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht. Also Quartal 3, also ich habe das ja vorhin schon angemerkt, Quartal 4 könnte ich mir vorstellen, realistisch ist wahrscheinlich Quartal 1 2021. Ja. Also ich glaube auch nicht so richtig an Quartal 3. Wenn es jetzt gleich poltert und so weiter, dann sind das unsere beiden Hunde, die gerade die Treppe raufgestürzt bekommen und sich hier übereinander herkugeln. Gut, jetzt geht's weiter mit User Interface. Also der Benutzeroberfläche. Da hat das Team für die Benutzeroberfläche unterstützt bei der Erstellung der Visuals für das Inner Thought Menü, also für dieses Kreismenü. Das befindet sich auch noch immer in der Entwicklung. Nach einer Menge an Konzepten und UI-Design wurde das neue Squadron 42-spezifische Visier und das visuelle Zielen approved, also es wurde abgenommen. Ob das jetzt bedeutet, dass sie es jetzt anfangen dürfen zu entwickeln oder ob sie es jetzt in das Spiel implementieren, das kann ich hier nicht so richtig draus entnehmen. Aber speziell natürlich das Zielen und das Erschießen und wie auch immer, das ist natürlich ein essentieller Bestandteil von Squadron 42. Die Prototypentwicklung ist im Gange, bevor im nächsten Monat die Programmierarbeiten beginnen, steht hier noch für das User-Interface. VFX ist der letzte Punkt, die visuellen Effekte. Mehrere bestehende Hintergrundeffekte wurden korrigiert und die jüngsten Verbesserungen der Eltern-Kind-Parent-Child-Hierarchy, also Eltern-Kind-Hierarchie des Partikelsystems, korrigiert. Die Untersuchung weiterer Methoden zur Auslösung von Partikeleffekten durch die Gas-Technologie wurden ebenfalls begonnen. Da haben sie ja so einen Screenshot mit reingepackt, für was diese Silvesterraketen zeigt. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch ein ganz essentielles System später für die Effekte, wenn eine Rakete explodiert, wenn irgendwelche Schüsse auf eine Hülle auftreffen oder so und so weiter, dass du halt gewisse Elternpartikel hast, die dann wiederum Kindpartikel produzieren in einem chaotischen System, was dann zu diesen Silvesterraketen Effekten führt, ohne dass die Berechnung zu groß dahinter ist. Also in diese Richtung wird das gehen, so stelle ich mir das vor. Und das gleiche System wird halt bei dieser Gas-Tag verwendet. Das heißt, sie müssen halt ganz genau, und dass es eben realistischer ausschaut dadurch. Ja. Ja, also es geht immer um das Thema Effizienz, ne? Dass sie also ein visuelles Chaos erzeugen, ohne halt selbst modernste Rechner in die Knie zu zwingen, sondern ganz im Gegenteil, sie wollen das ja auch auf wirklich normalen Mitrechnern auf mittlerem Niveau dann eben berechnen. Sie haben den Punkt Performance, dass sie eben diese ganzen Vorgänge so weit optimieren, dass es wenig Rechenleistung braucht. Aber gleichzeitig wollen sie es natürlich auch so gebaut haben, dass ihre Artists mit der Technologie ganz einfach umgehen können, um sie zu nutzen. Mhm. Was hast du zum Beispiel davon, wenn in Frankfurt einer eine Technologie entwickelt, um, ich sag jetzt mal, eine Explosion schön darzustellen, aber der Artist das nicht nutzt, weil ihm das zu kompliziert ist? Das ist dann auch wieder so eine Geschichte. Ja. Ja, das stimmt. Ich bin durch. Gut, Musik. Musik. Ja, das war's mit dem Squadron 42 Newsletter. Wir haben in der Verse Night noch über viel mehr Themen gesprochen. Unter anderem den Star Citizen Monthly Report. Wir haben über die Erfahrungen mit der Anvil Carrick gesprochen, über die Entwicklung der Community und das Problem mit den Hatern und Griefern. Wir haben über die Long-Term Persistence gesprochen und die Frage, ob es denn jetzt nie wieder Wipes gibt. Wir haben über die Roadmap gesprochen und ob 4.0 eigentlich noch die Bezeichnung 4.0 gerechtfertigt ist. Wir haben die Frage beantwortet, ob es sich denn jetzt schon lohnt, bei Star Citizen einzusteigen. Über den Issue Council und Evocati haben wir gesprochen. Und ja, so einiges mehr. Server-Tickraten, auch ein sehr spannendes Thema. Also, wer sich das alles anhören möchte, kommt
gerne zu mir auf den Streaming-Kanal AstroSam Star Vision. Da gibt es auch die Inhaltsangabe oder auf Mixcloud, www.mixcloud.com/AstroSam. Da gibt es das Ganze als Podcast zum Anhören im Auto, Apple CarPlay oder wie auch immer. Leider kann ich euch das nicht per RSS-Feed bei Spotify hochstellen wegen Urheberrechts-Einschränkungen von Seiten Mixcloud. Aber ich denke, damit sind schon eine ganze Menge Möglichkeiten abgefrühstückt, damit ihr euch das, ja, für euch das beste Medium raussuchen könnt. Dann wünsche ich euch viel Spaß und weiterhin eine schöne Woche. Bis demnächst. Cheers.